Hallöchen, Freunde, und da bin ich wieder. Wir lösen jetzt diesen DLC ein. Das läuft nicht bei Steam, wie ich es eben mal festgestellt habe durch meinen Bruder, sondern hier direkt an dem Schiff. Also wenn man diese Version, die No Man's Sky Version, schon vor dem Kauf, vor dem Erscheinungsdatum gekauft hat, kriegt man einen DLC. Hier auf dieses komische Zeichen wird dir angezeigt am Schiff, unten rechts. Extreme Nachttemperatur gemessen. Was? Nachttemperatur? Das gibt's. Ja, uneingelöst im Optionsmenü. Gehen wir im Optionsmenü rein. Und hier gibt's Bonusinhalte einlösen. Klicken wir mal drauf. Halten wir mal drauf, besser gesagt. Einlösen. Horizont Omega-Schiff. Oh, ich liebe ja Omegas. Omegas sind schön. Dann löse ich das mal ein. Vergleich verlassen. Und übertragen. Ja, jetzt sehen wir hier dann verlassenes Raumschiff. 16 Plätze Größe. Auch Impulsantrieb und Stabschubdüse ist auch kaputt. Ansonsten gibt es andere Sachen, die dran sind. Wie und ein Platz mehr, glaube ich, ne? Inventarplatz. Okay. Gut, wir nehmen das auch mal. Das Raumschiff in Ruhe lassen. Nee. Ich nehme das. Ah, 16 Plätze, okay. Wo ist der Schutz? Stabilisiert sich. Badam, 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 badam. Okay, das haben wir neu. Das ist auch mit neu. Hyperantrieb. Und Phasenstrahler ist neu. Ansonsten gibt es natürlich den Karitplatte. Die ist natürlich jetzt nicht dabei. Macht aber nichts. Okay, wir nehmen ihn an. So, ich habe es angenommen. Okay. Siehst du die rote Kugel in diesem Eisenbehälter? Diese rote Kugel im Eisenbehälter, wo soll die denn sein? Ja. Ja, am Flieger irgendwo. Ah, da drüben, ja, sehe ich. Gehst du mal hin, damit ich das auch machen kann. Mal okay. Sehen, wie du dich entscheidest. Ich mach mal eh. Genau. Und das siehst du kurz durch? Trümmer, Notrufsignal. Die Realität scheint sich zusammenzufallen. Was? Die Realität scheint sich zusammenzufallen. Achso. Ich will okay. Wein trinken. Ja, Wein ist übel. Aber am 5. Hochzeitstag kann man mal Wein trinken. Da darf man kübeln. Richtig. Bis No Man's Sky erscheint. So. Also, gut. Du kannst jetzt einen Strang folgen, was die Kugel dir aufgibt, so in, dann hast du so ein bisschen Story-Modus mit drinne, oder du lehnst ab und machst alles ohne dieses Ding. Okay. Wenn du es mal liest, sie kennt mich in- und auswendig, also sie will gerne was von dir. Diese Kugel. Die Kugel. Okay, die pass kennt auf, dich also angeblich in- und auswendig. Fangen wir nochmal an. Die Realität scheint sich zusammenzufallen. Im einen Augenblick sehe ich Trümmer, im anderen eine riesige rote Kugel. Fast zu groß und zu hell, um sie anzusehen. Sie kennt mich in- und auswendig. Viel besser, als ich mich jemals selbst kennen könnte. Aha, bist du sicher? könnte das etwa das Gesicht der Schöpfung sein? Gott, bist du das? Nein. Ja. Oder werde ich gerade erwacht und noch benommen manipuliert? Vom Alkohol? Siehste? Vom Wein? Genau. Ein Name? Jetzt? Ein Name brennt sich in meinem Verstand ein. Atlas. Und eine Bitte, wortlos geäußert. Ich soll dem Weg folgen, den dieses Wesen, der Atlas, für mich bereitet hat. Also ich nehme sie an, du kannst ja trotzdem weiter erkunden, wie du willst. Nur du hast plötzlich einen Strang mit drinne. Okay, das klingt aber jetzt so. Oh, ich würde jetzt gerne vom Auge. Ich stehe hier schon ein bisschen zu lange rum wahrscheinlich. Jetzt ist die Frage, wer hat das Ding gemacht, ne? Jetzt ist die Frage, willst du lieber im System rumhängen und dich als Führer machen? Also das Licht führt dich jetzt sozusagen, oder du sagst, nee, ich bleib hier mal für mich und ihr manipuliert mich nicht hier.
Okay, sagen wir mal so, wir sind ja eigentlich wie in der heutigen, also wie in der jetzigen Realität. Wir spielen Spiele gerne realitätsmäßig nah. Richtig. Würde ich sagen, das ist so ähnlich wie ein wie eine Religion, die mich versucht zu leiten. Wo ich eigentlich von Religionen null halte. Weil es alles Manipulierungssachen sind. So ist das meine Meinung. Also du Führung ablehnen und freier Kunden. Richtig, würde ich sagen. Weil im Endeffekt, man verpasst ja nichts. Und was ist, wenn du mit dem Strang das Universum rankommst, weil er dich einfach leiten kann? Wenn er dein Beschützer ist? Wenn es Gott ist? Tja, das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Ach, verdammt mich doch. Das ist jetzt natürlich eine Frage. Ich meine, wenn man so schwer schon. Wenn man jetzt gehen schon 5 Milliarden Jahre drauf, nur zum Nachdenken. Richtig. Wenn man jetzt ablehnen tut und frei erkunden tut, dann ist man im Prinzip für viele Fraktionen, die es gibt, die gibt es sowieso noch, viele Fraktionen, die man sich anschließen kann, frei. Wo man selber entscheiden kann, würde ich jetzt dieser Fraktion helfen oder beitreten oder nicht. Ja. Du weißt natürlich jetzt nicht, woher die Fraktion Atlas kommt. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass das jetzt... Aber sind diese... Ach, schon wieder ein Scanner da. Die also du hast jetzt angenommen, ne? Noch nicht. Nee. Das stimmt, die haben ja ein Update gebracht, haben mir ja gesagt, es gibt 3 Fraktionen jetzt, die du wählen kannst, ne, glaube ich, irgendwie so. Richtig, und das wäre ja vielleicht sogar die erste Fraktion. Und wenn jetzt diese... Ja, gut, jetzt kannst du natürlich jetzt weitermachen und dann findest du vielleicht noch eine andere... So eine Kugel, wo dich leiten möchte. Ja? Eine blaue vielleicht oder so. Oder nachher unterwegs. Wo du vielleicht draußen im Weltall bist. Ja, auf einem anderen Planeten, richtig. Also ich mach erstmal also ablehnen. Genau, wir erkunden frei. Wir sind Survival, wir kennen das Created in- und auswendig. Richtig, Survival. Gut, also ich mach okay, ablehnen. Werde ich nun von einem Gott vernichtet. Dann nur ein Herzschlag später. Toll. Die rote Kugel schwillt an. Ja. Es ist weg. Ach, Scheiße. Ja, gut, okay. Ja, und ihr könnt es aber nicht. Gott wird sauer auf dich sein. Na gut, okay. Also. Wir haben das jetzt schon mal so. Was? Im Ernst? Weißt du, wie viel Grad ich es gerade habe, Sammy? Hä? Minus 89,8. Ne, das haben sie nicht auch gleich. Ich habe minus 52. War dir schön warm? Na, warm fühle ich jetzt. Also warm, oder warm verstehe ich. Wärmeschutz stabilisiert sich. Ah, ich habe Licht angemacht, warum auch immer. Okay, also wir müssen erstmal hier mal ein bisschen gucken. Also Leertaste. Also weißt du. Ich bin jetzt gerade mal 20 cm von meinem Traumschiff entfernt und wir haben nur eine kleine Bibelausschnitt gelesen. Ich bin schon absolut fasziniert von dem Spiel. Ohne Witz. Das ist richtig. Also man kann gar nicht zugucken mit Let's Play und so kann man gar nicht, um das festzustellen, ob das ein Spiel für dich ist oder nicht. Richtig. Ja. Es ist einfach brutal. Es ist einfach... Ja, man muss das Pad oder die... Die Tastatur selber in der Hand haben. Das macht einfach absolut. Ich schieße mal ein bisschen hier. Yes. Weißt du denn zufällig, wie man hier Scan tut? Ach, Scan geht auch nicht, ne? Doch, nee, Scan geht nicht. Die ist kaputt. Der Scanner ist kaputt, den musst du reparieren. Was du machen kannst, ist abloaden mit deiner Waffe. Ah, neue Technologie entdeckt. Da gibt's einen Automaten bei uns. Ja, und jetzt sag mir mal, wie du... Ja. Ist ja gut. Und jetzt sag mir mal, was du machen hast. Neue Technologie entdeckt. Tab-Taste drücken, um zu öffnen. Wir hätten, Markus, wir hätten es annehmen sollen. Ehrlich? Das Zeug hier draußen? Atlas Pass 1 erforderlich. Siehst du, Atlas hast du nicht angenommen. Jetzt kannst du das Ding gar nicht öffnen hier. Den Trümmer. Die Trümmer, die hier liegen? Ja. Einen davon kann ich zumindest nicht öffnen. Das ist so eine richtige schöne Dose. Also die Frachtlogik konnte ich öffnen?
Ja, die konnte ich auch. Die, da ist so eine längliche, wie so eine kleine Bombe sieht die aus. Hier habe ich was geöffnet. Ah, okay. Ein Atlas-Pass V1 nötig. Das hätten wir jetzt gekriegt, wenn wir das gemacht hätten, aber ich lasse mich nicht aufzwingen hier, das liegt gar nicht. Nein, nein, eben, das muss nicht sein, sowas. Das ist doch wie eine Bibel. So, ich gehe mal kurz zu meiner Hauptschuhe rein. Ah, du kannst sogar das Licht anmachen, ne? Kannst du das Licht auch anmachen? Ja, ich hab's gemacht. Das bringt nicht viel. Oh, das ist wirklich kalt, du. Das ist wirklich kalt. Ich geh auch mal kurz rein. Ich bin jetzt in meinem Ding nochmal drin. Wie kann man denn umsehen? Kannst du dich umsehen? Ich kann mich nicht umsehen da drin. Nee, das geht nicht. Du hast gesagt, man kann sich umsehen hier drin. Hm, also der, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der eine konnte es. Also. Oder geht es nur beim Fliegen? Ich denke mal nur beim Fliegen wahrscheinlich. Weil ich kann hier auch mit WASD kann ich nicht umgucken. Nee, es geht wirklich nicht im Augenblick, okay. Dann geht es wahrscheinlich erst, wenn er fliegt, erst wenn er ganz ist wahrscheinlich. Richtig. Okay, also pass mal auf. Wir brauchen Startschubstüße. Ach. Weißt du, wann ich meinen Planet benenne? Wenn ich hier alles abgelodet habe, wenn ich fertig bin mit dem Planeten. Richtig. Dann benenne ich ihn zum Schluss, weil dann habe ich nämlich. Das ist wie ein Baby. Oder wie ein Hundewelpen. Du musst ihn erst mal sehen, um ihm einen Namen zu geben. Aber unser System können wir schon benennen, was wir dabei haben. System? Das, was wir jetzt hier benutzen, das System. Weil du kannst auch hier Planeten kannst du benennen, was er eben gesagt hat. Und du kannst und auch das System kannst du benennen. Und noch viele andere Sachen, die du erkunden tust. Ja, was für ein System meine ich? Was meine ich? Oben, das erste System, wenn du unter Escape reingehst, steht drauf System. Ja, ja. Das ist das System, was du hier bei dir hast. Ja, aber was verändere ich? Was für ein System soll das denn sein? Ich verstehe das nicht. Was ist ein System? Also, was ist. Welches System meinen die von hier? Ich denke mal, dass wir das System. Oder Planetsystem kann es auch nicht sein. Das System? Ah, wahrscheinlich Sternensystem, du. Weil oben drüber steht Sternensystem. Wahrscheinlich ist das Sternensystem. Was die damit meinen. Und du hast den Planet entdeckt davor noch. Das heißt, das ganze System muss ich jetzt einen Namen geben. Also richtig, okay, dann lass ich das Beispiel auch erstmal so. Andromeda-Nebel zum Beispiel, das meine ich damit. Also richtig, und dann hast du den Planeten in dem Andromeda-System. Ja, das mache ich zum Schluss, wenn ich diese 3 Millionen Planeten dadurch vorstelle. Warte, mein System nennt sich Rolovotvin Okro. Vielleicht sind wir im selben System. Oh, es ging am Anfang so weit los, aber dann ging es anders. Meiner hieß Godo Wagashiro. Aber ich glaube, wir sind gar nicht so weit weg. Es sind wahrscheinlich nur 30 Millionen Lichtjahre. Godo Wagashiro hört sich japanisch an, also wird es an anderen Ende der Erde sein. Okay, an der Galaxie der Erde. Dann sind wir in Japan. Ich bin in Japan. Oder direkt über Japan. Weit oben natürlich. Mein Planet heißt Takias Lebensnamen. Na gut, ja, wir geben auf jeden Fall, wenn wir ein bisschen darauf erkundet haben. Ich mich jetzt. Ja. Das mache ich noch nicht. So, ich bin jetzt wieder warm, weil ich habe 19 Grad plus in meinem Raumschiff. Ja, ich auch. Ich gehe jetzt raus. Weißt du, was gut ist hier drin? Weißt du, was gut ist, dass du nicht essen und trinken musst? Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr lobenswert. Dass ich das nicht auch noch eingehört. Dieser Stress, ich persönlich finde es gut. Ich brauche es nicht unbedingt. Okay, wir steigen mal aus. Och, gleich so kalt wieder, ey. Oh, übel. Also ist schon gepackt, ne? Die Nacht ist sehr kurz, oder? Kann es sein? Das kann sein. Jungs, eine Frage noch. Dreht mal hier die Heizung auf. Sonst wird mir das zu kalt hier drin im Spiel. So. Extra Anzug zu. Ah, mit X, ne? Wenn du X gedrückt hast, kannst du gewisse Gegenstände von einem Exo-Anzug ins Raumschiff teleportieren, ne? Alter, ich hab ganze Felsen so nicht dich gerade hier dran. Da fliegen welche! Was kannst du mit dem? Naja. Und weißt du, was ich sehe? Mein Mond von dem Planet. Jeder Planet hat ja einen Mond. Sehe ich auch.
Ob man auf den auch rumfahren kann? Alter, die Wölfe sind so geil hier. Das sind so. Ne, das sind eher schon Füchse. Achso. Okay, du kannst. Oh, oh. Du kannst, pass auf, mach mal kurz dein Inventar auf. Also mit der Tab-Taste. Oh oh. Warte, ich werde gerade angegriffen. Also zu nah sollte es an die Tiere nicht kommen. Ja? Was soll ich machen? Mit der Tab-Taste aufmachen und dann auf Exo anzugehen. Inventar-Taste, ja. Und dann Exo, ja? Genau, dann siehst du, genau. Dann siehst du da deine Sachen, die du dabei hast, ne? Schildplatte und. Wenn du etwas anklickst... Oh, du bist gar nicht in Pause, also denk dran, wenn du erfrierst, ne? Ich weiß, deswegen ganz schnell. Wenn du was anklickst, ne? Dann, was du im Exo-Anzug hast. Kannst du mit X... kannst du mit X Objekt gedrückt halten und dann verschiebst du es ins Raumschiff. Aber wie hält man denn das auf dem Planeten so lange aus? Also, Exo? Wärmeschutz stabilisiert sich. X drücken? Exo, genau, dann hältst du das X und dann hast du das in dem Flugzeug rübergepackt. Plutonium, X ist im Inventar drin, im Raumschiff. Wenn ich X halte, also das, was ich in meinem Exo-Anzug habe, schiebe ich dann rüber in mein Raumschiff oder was? Genau. Wie nah muss ich dran stehen? Geht das weit weg oder muss ich... Geht weit weg. Du musst dich dran stehen. Du siehst ja, was du einfach mit dem Mauscursor, mit dem Mauscursor einfach dann drauf gehen, ja, nicht drücken. Über Eisen, Plutonium und so, ja? Genau. Nicht drauf gehen, sondern einfach dann das X drücken und dann ist es drüben im Raumschiff. Mach ich mal das Get-Amulett, also gut. Oder nee, Tanium. Du kannst auch wieder zurückschieben, das ist auch kein Problem. Ja, ist weg. Wo ist es jetzt hin? Im Raumschiff. Jetzt gehst du oben bei deinem Exos-Anzug. Steht drauf, ach, Raumschiff. Ja, das ist Tarnium. Okay, hast recht. Jo. Und du kannst auch vom Raumschiff auch wieder was rüberholen. Ja? Das ist die Frage, wie weit kannst du damit gehen? Stand eben drauf, unabhängig. Also, Plutonium brauchen wir ja zum Beispiel für Innere. Zum Richtig. Fliegen, ne? Okay. Multi-Werkzeuge. Denk dran, der Scanner geht auch leer, ne? Ja, richtig. Scanner habe ich mal gehört, kannst du auffüllen mit Blumen und sowas. Ah! Ja, habe ich gerade gemacht. Mit der linken Maustaste auf Analysier, Visier gehen und schon hast du den neuen. Mit der linken Maustaste? Ist das der Ja, dann dreht sich das Rädchen voll. Ist es der Analysier, Visier? Welche ist denn unsere? Ne, Bergbaustrahl ist unser, oder? Ist es der? Nee, das ist auch nicht der. Bergbaustrahl. Wie heißt denn das unsere Waffe hier? Was ist denn das für eine? Oh, ich werde gerade gesendet, Moment. Ja, stimmt. Lachen, lächeln. Na du. Das sind solche kleinen Augenbots, die hier so rumfliegen, die, ja, im Prinzip kann man sagen, die Polizei schlechthin ist für diesen Planeten. Die scannen dich nur ein, ob du gut bist oder nicht. Und soweit passt das dann, wenn du. Wie gesagt, du kannst ja auch Krieg führen hier drauf. Aber das muss ja nicht sein. Also, nochmal. Multiwerkzeuge. Was haben wir denn eigentlich hier? Wie heißt denn das Teil? Was steht denn das? Das ist nur so was, wie die heißt. Also mit dem Strahl. Bergbaustrahl, ja. Was sammelst du automatisch? Sammelst du Eisen ein. Zum Beispiel, wenn du es drauf hältst. Ah, du musst Bergbaustrahl? Ah, okay. Jetzt kapiere ich. Bergbaustrahl antippen und dann hast du aufladen mit Tanium oder Plutonium kannst du ihn aufladen. Genau. Ah ja, aufladen. Okay, jetzt kapiere ich. Was machst du denn mit dem Arm? Ah, Plutonium kann ich aufladen nur gerade. Okay. Oh, Scanner kommt. Es kennt mich. Hallo. Technologie aufgeladen. Hallo. Nett. Oh. So einen habe ich für ihn vernichtet. Technologie repariert. Ist er weg? Ah, den Analysevisier, ne? Kannst du auch reparieren gleich am Anfang, ne? Zur Bedienung.
F gedrückt halten. Ah, okay. Tatsache, mit F kannst du jetzt scannen, ne? Ich habe irgendwo ein Fragezeichen. Ankunft in einer Stunde und 55 Minuten. Was kommt denn in einer Stunde und 54 Minuten? Wer denn? Neu entdeckt. Wärmeschutz stabilisiert sich. Traust du dich jetzt auch weiter weg? Ich bleib immer nur weg. Ja, also pass auf, ich bin du immer kannst. Nur im Ding. Hast Wie du hält den, man sich denn eigentlich warm? Hast du den Analyse? Hast du den Analyse-Dings auch schon mal repariert? Analyse? Also unter Multiwerkzeug? Ja, den habe ich aufgefüllt, ja. Der ist repariert. Analyse-Visier. Ja. Kannst du mit F kannst du ihn bedienen, ne? Lebenserhaltungssystem Energie niedrig. Ah, Tatsache. Und jetzt, wie gesagt, da kannst du auch ranzoomen und sowas. Dann ja, kannst die du drauf halten. Genau, da kannst du halten, dann wartest du, bis es voll ist. Und dann kannst du, und dann hast du das Ding gescannt für dich, was es ist dann. Wo ist das, wo es voll wird? Blau oder was? Wo muss ich? Nee. Das siehst du, wie er dann scannt. Da geht zum Balken hoch. Ich habe mich kurz mal wieder aufgewärmt. Ah ja. Okay, ich war zu weit weg. 2200 Units wurden neu entdeckt. Yuzi Urgil. Sind hier. Aber weißt du, was komisch ist? Mein Leben geht runter, ne? Das dachte ich mir auch. Ihr Leben ist kritisch. So ein Lärm hier mit Tieren, du. Also ich werde auf jeden Fall ein bisschen was einsammeln hier. Ich habe im ganz weit entfernt habe ich ein Fragezeichen, ne? Habe ich auch, ja. Und das kommt, das steht drauf Ankunft, ne? Ist es? Oh, oh, da kommt ein Auge. Okay. Ankunft, 1 Minute 50. Genau, bei mir auch alles gleich. So, und wie gehen wir jetzt raus, dass es jetzt warm bleibt? Was muss man dagegen tun? Einmal kurz ins Raumschiff und dann wieder raus. Ja, und du gehst ja weiter weg jetzt. Ich will ja nicht ständig ins Raumschiff zurückrennen müssen. Das ist ja Quatsch. Da müsstest du wahrscheinlich warme Quellen finden. Eisen, okay. Halt, Eisen war weit weg. Es hält sich ja ziemlich lange in Grenzen, ne, mit dem... Eine Wärme und sowas. Also von der Sache her geht das ja noch. Ach so was? Was ist okay. Oh, übrigens. Ja. Ich habe gerade einen Felsen zerstört. Jetzt hat er sich gerade das Ding angeguckt, den Felsen, ja. Ja, ja. Jetzt hat er mich gescannt. Ich bin die. Hau ab, du Scheißding. Wärmeschutz stabilisiert sich. Ah, guck dir mal den süßen, das süße Tierchen an. Sieht aus wie mein Hundekater. Titanium gefunden. Platin? Krasse Welt. Alter, jünglich, cool, ey, geil. Dann bleib doch mal stehen hier, ich will dir mal angucken. Hast ja, du noch so Rupert drin? Ich jetzt gar nicht mehr. Oh. Nee, also es langsam stabilisiert sich das Spiel. Okay, finde ich super. Oh, da kommt was Großes. Also manchmal lag's, wenn du schnell hinterher guckst, dann bleibst du kurz stehen. Ja gut, das ist aber bei Minecraft oder bei Life in the Woods genauso, weil die Biome sicherstellen. Oh, eine giftige Pflanze. Oh, die hat mir Leben weggenommen. Oh, die Pflanzen sind ach, auch nicht du kannst, retten. Du kannst mit E kannst du auch mit den Pflanzen rangehen, ne? Nicht immer. Du musst, welche musst du auch abschießen? Okay, das habe ich eben gerade gesehen hier. Kohlenstoff.
Zink! Alter, ich hab Zink! Hinterhaltung, bin ich ziemlich am Arsch. Das war ich nicht, das war ich nicht. Also ich renne zurück ins Hubschrauberle. Also ich brauche auf jeden Fall, irgendwas brauche ich auf jeden Fall, um mein Leben ein bisschen aufzupimpen. Ja, was hat der hier? Okay. Ja. Schauen wir doch mal, ne? Also, mein Bruder und ich, wir bauen auf jeden Fall noch eine Story mit rein hier im Spiel. Und zwar, dass wir uns wieder finden. Dass wir beide... Scheiße, ist das riesig hier. Kacke. Wärmeschutz stabilisiert sich. Ja, das ist doch mal eine Aussicht. Ich bin auf einem ganz großen Felsen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Oh, dass wir weit abgestürzt sind, mein Bruder und ich, und wir irgendwo, ja, weit ist wirklich weit, weit, weit weg. Eigentlich könnte ich das mitnehmen, was schnell was eisen. Ich finde immer mehr Frachtabstürze Sachen, ne? Okay. Eisen, Eisen. Alles Eisen hier, nichts anderes hier. Er sammelt aber wenig, muss ich ehrlich sagen. Wieso wenig? Aber wenn du was sammelst, geht ganz. Ah, noch geht das okay. Exoskelett. Also vom. Insgesamt habe ich 231 vom Eisen. Ja. Kohle habe ich 144 zusammen. Siehst du, musst in der Nähe von dem Flugzeug sein. Um das wegzufüllen, das Zeug. So beamt das nicht rüber. Gefahrenschutz vom Exoskelett. Guck ich mal. Ah, du kannst mit dem Schild kannst du es aufladen. Okay, Energie geht auch runter. Also er hat eigentlich alles. Lade die Ausrüstung. Ich sehe es überall. Ne? Mit Zink, Titan und Schildplatinen. Okay. Also das Exoskelett kannst du aufladen wieder, ne? Technologie aufgeladen. So, jetzt sitze ich erstmal selber drin und wärme mich mal auf hier. Boah, herrlich. Okay, Sammy, pass auf, folgendes. Karit-Platte im Inventar herstellen. Pass auf, ganz schnell mal, ja? Ja. Lebenserhaltung siehst du beim Exoskelett, ne? Ja. Und du siehst die andere Platte, ne? Nebendran noch. Was? Wo muss ich hin? Was machst du? Unter Exoskelett. Exoskelett. Exo-Anzug. Wo siehst du Exoskelett? Wo muss ich hingucken? Unter Tab-Taste, also Inventar rein. Ja, bin ich ja im Flugzeug halt drin. Warte, ich gehe auch mal kurz rein. Warte, ich beeile mich kurz. Ja, mir wird im Flugzeug kalt. Ja, mir wird nicht kalt. Du kannst mit einer Platte kannst du es aufladen wieder. Das habe ich eben gerade gemacht. Ich hammel. Ja, war halt ein dummer Fehler von mir, aber naja, gut, okay. Fehler macht jeder Mensch. Jetzt sind wir auch abgestürzt. Ja, eben. So, ich bin gleich da. Mit Transports. Ankunft in 4 Sekunden. An meinem Raumschiff, was ist das denn? Ach, Ankunft, das bin ich? Weißt du das? Ich gehe weg 4 Sekunden. 3. 2, 1. Okay, die Uhrzeit bin ich also. So. Ja, aber das hat aber nichts mit dem Fragezeichen zu tun. Richtig, okay. Pass auf, folgendes jetzt, ne? Also Tab-Taste? Tab-Taste, Exoskelett, ne? Exoskelett? Exo-Anzug? Exo-Anzug, genau, Entschuldigung. Exo-Anzug. Ah ja, jetzt komm ich auch mit. Ja, okay, bin ich. Da drückst du drauf. Und jetzt auf eine leere Taste. Nee, da drückst du drauf auf Lebenserhaltung, ne? Lebenserhaltung aufladen. Nummer, bin ich blind? Unter dem Jetpack ist Lebenserhaltung. Das siehst du alles im. Also Exoanzug. Ich bin drin im Hubschrauber. Das sieht man schon. Ja. Ach Mensch, ist ja die andere. Ja, Entschuldigung. Ich habe sie. Ja, ich habe auf Raumschiff. Das ist irgendwie geblieben. So, okay. Das hat er nicht angenommen. Okay. Ja, also Checkpad, Lebenserhaltung, genau. Okay,
Lebenshaltung. Jetzt mit Kohlenstoff, Plutonium, mit Kohlenstoff. Aufladen, genau, da ladest du dein Leben auf unten. Wo er sagt, Lebenshaltung niedrig. Technologie aufgeladen. Jetzt bin ich irgendwie aufgeladen, das weiß ich. Wärme kannst du mit der anderen Platte eben. Ich habe es ja auch so gesehen leider gemacht. Mit der Platte. Da steht drauf hier, Gefahrenschutz ist das. Exo-Anzug Gefahrenschutz. Ladet die Aufrüstung auf mit Zink, Titan oder Schildsplitter. Ich habe Schildsplitter eben genommen. Mit Zink oder Titan kannst du dich immer wieder aufladen, damit du warm bleibst. Okay. Deswegen habe ich das eben gerade gemacht, wo ich so weit entfernt war. Und jetzt habe ich leider diese Schildplatte habe ich eben halt, Schildsplitter habe ich eben genommen. Zum Aufladen. War traurig für mich, aber naja gut, okay, ich habe es gemacht. Okay. Also auf jeden Fall Zink und Titan brauchen wir erst zum Überleben, ganz wichtig. Und zum Aufladen ist dieses Kohlenstoff, was wir brauchen. Gut, dann suchen wir doch mal. Ja. Was kann er mit dem Jackpad? Das haben wir doch auch. Ja, die Space-Taste halten. Dann springt er. Dann fliegt er hoch. Cool. Oh, es wird schon dunkel hier. Gut. Das ist aber nicht reale Welt hier. Doch. Der Mond und Sonne fliegen hier wahnsinnig hoch. Tatsache, der fliegt. Aber, Freunde, wir werden in der nächsten Aufnahme, weil wir machen jetzt hier mal eine kurze Aufnahmepause, und wir werden in der nächsten Aufnahme auf jeden Fall weiter gucken, was hier noch alles passiert. Es gibt eine Menge zum Sehen, eine Menge zum Erforschen, und vielleicht treffe ich ja irgendwann meinen Bruder. Meine Frau kommt ja auch irgendwann mit in das Spiel rein, spätestens morgen. Und vielleicht treffen wir uns irgendwann auf irgendeinem Planeten, in irgendeinem System, treffen wir uns sehr viel. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet. Vielleicht können wir gemeinsam die Reise machen. Und bis dahin, auf Wiedersehen, euer Black Moon. Tschüssi!